Es brodelt in Pakistan, nachdem das Verfassungsgericht die Festnahme des Regierungschefs angeordnet hat. Begonnen hatte es mit einem langen Marsch auf die Hauptstadt Islamabad aus dem 400 Kilometer entfernten Lahore. Und danach verlangt die Organisation, die sich Stimme des Koran nennt und von Mohammed Taher al-Qaderi geführt wird, die Revolution auszurufen, beginnend mit der Forderung nach Auflösung des Parlaments. Dabei ist der 61-jährige Kleriker, der erst im Dezember aus seinem Exil in Kanada zurückkehrte, bisher kaum bekannt. This particular person has come out of oblivion from somewhere he was. Der pakistanische Politikexperte sagt über ihn, in Pakistan sei der Mann praktisch in Vergessenheit geraten, daher auch die Verwirrung unter den Beobachtern im Lande. Keiner wisse so genau, was der jetzt tun werde. Und wer steht hinter ihm? Was will er mit diesem Protest erreichen? Da wird dann auch vermutet, nicht näher genannte ausländische Kräfte könnten es sein. Es werden Vergleiche angestellt mit amerikanischen Bemühungen, Islamisten in Afghanistan oder Mittelasien zu isolieren. Some international powers, which I just mentioned. Auch unser Experte spricht von internationalen Kräften, die hinter dem Mann stehen müssten, sonst sei das alles nicht zu erklären. So sehen es auch andere Beobachter. Es ist momentan einfach nicht möglich, Motive und Zusammenhänge zuverlässig einzuschätzen. Dieser neue Kleriker erscheint als eine Figur, mit der die westlichen Staaten umgehen könnten. Ob er der ersehnte Garant für demokratische Verhältnisse ist, wer weiß das schon. Gerade scheint es erstmals eine Regierung ohne Staatsstreich über die volle Legislaturperiode von 5 Jahren zu schaffen. Im Mai sollen regulär Parlamentswahlen stattfinden. Allerdings wird es die regierende pakistanische Volkspartei bis dahin nicht geschafft haben, für Ruhe und Ordnung im Lande zu sorgen. Eben erst wurden wieder Opfer eines Attentates zu Grabe getragen.